Moin Moin, hier ist Danglos. Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. So, letzte Mission abgeschlossen. Drac ist jetzt auch loyal eingestellt. Und wie geil war doch die letzte Mission, die letzte Folge mit Drax Geschichte da. Ich fand's richtig geil. Und deswegen bin ich hier jetzt auch schon auf dem Weg zur nächsten Loyalitätsmission. Und zwar von der von Phoebe. Phoebe ist auch dabei. Wir sind schon auf dem Weg. Und dann geht's auch jetzt hier in der heutigen Episode um eine Loyalitätsmission, nämlich von Phoebe. Und ich glaube, das müsste sogar auch die letzte sein. Dann ist meine Crew komplett loyal mir gegenüber eingestellt. Yay. So, also auch nicht vergessen an euch, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr dieses Video wie immer gerne bewerten. Daumen nach oben und kommentieren. Oh, um den Let's Play noch weiter zu unterstützen. Wir haben Ziele! Wir haben Ziele? Ja, ich habe ein Ziel da oben auf dem Kompass. Das ist Phoebes Mission, du Vogel. So. Nein. Dieser Haker, Ladehaker, ey. Das kommt davon, wenn man das Spiel zu groß macht. Oh, hier ist es schon. Den Ort untersuchen. Wir müssen Pock zurückbringen. Verdammt, hier ist keiner mehr. Sicher? Sie haben sich aus dem Staub gemacht. Sicher? Naja, da wir schon mal hier sind, können wir uns auch ein bisschen umsehen. Ja, was ist das hier? Aufgeladene Element Zero Stase. Okay. Wirklich niemand hier? Wo ist deine Ex-Freundin Phoebe, die das Ding geklaut hat? War ja klar, dass sie nichts als Schrott zurückgelassen haben. Da reden aber welche. Und das ist ein Turianer. Ein Turianer. Ist das Pock? Da liegt doch Pock drauf, oder? Pock ist noch da, glaube ich. Das ist ja kaum die Mühe wert. Wer bist du? Ein Plünderer, du Arsch. Finger weg. Ryder, er hat Pock. Sie ist allerdings beschädigt. Ich schätze, Kalinda ist nicht gerade liebevoll mit ihr umgegangen. Pock ist weiblich? Hey, ich will keinen Ärger. Ich habe diesen Ort verlassen vorgefunden. Laut Plünderergesetz gehört alles mir. Plünderergesetz? Na gut, auf dem Planeten haben die leider so ein Gesetz, das haben sie eingeführt. Okay, aber wir wollen ja nur Pock. Wir sind nicht hier, um ihnen die Sachen streitig zu machen. Puh, ein Glück. Ich meine, gut so. Hören Sie, ich bin Geschäftsmann. Das heißt, wenn Sie etwas interessiert, bin ich bereit, es Ihnen zu verkaufen. Der ist ja selber so ein bisschen eingeschüchtert oder noch nicht lange Plünderer, oder? Er hat eben mit diesem Puh, oh, Glück gehabt. Der will keinen Ärger haben. Also der will sich hier nicht irgendwie mit jemandem anlegen. Kommen wir zum geschäftlichen Crew an diesem Ort. Haben Sie gesehen, wohin die Crew, die diesen Ort genutzt hat, gegangen ist? Nein, aber mit denen ist nicht zu spaßen. Ihre Anführerin ist so eine durchgeknallte Asari mit einem richtig fiesen Kroganer im Schlepptau. Sie haben jede Menge Reliktstandorte ausgeplündert und nie irgendetwas Wertvolles zurückgelassen. Aber, hier waren sie nicht so gründlich. Hier waren noch einige wirklich hochwertige Dinge zu finden. Was ist mit Pock? Wie viel wollen Sie für diesen defekten Beobachter? Was, das Ding? Naja, es sieht vielleicht aus, als wäre es Schrott, aber ich versichere Ihnen, es lässt sich problemlos wieder instand setzen. Genau genommen könnte ich es sogar selbst machen und richtig abkassieren. Ich, kann Ihnen also leider keinen Rabatt geben. Na klar, der Typ wird sie wieder reparieren. Fragen wir mal über die Kalinda aus. Haben Sie je von einer Asari namens Kalinda Teref gehört? Sie ist die, durchgeknallte Asari, die ich dummerweise erwähnt habe. Verraten Sie ihr bitte nicht, dass ich sie so genannt habe. Sie macht mich sonst alle, wenn wir uns das nächste Mal begegnen. Kein Problem, solange Sie uns nicht verärgern. Kommen wir zum Geschäft. Okay, hören Sie. Was würden Sie sagen, wäre ein angemessener Preis für den Beobachter? Nehmen Sie das hier und seien Sie froh, dass Sie überhaupt was kriegen. Ja, okay, das passt. Es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich bringe Sie auf die Tempest und flicke Sie wieder zusammen. Danke, Ryder. Vielleicht hat dieser Kalinda-Albtraum ja jetzt ein Ende. Das bezweifle ich. Das ist eher unwahrscheinlich, oder? Ach, ja. Wie auch immer, ich kann jetzt meinen Reliktscanner fertigstellen. Besuchen Sie mich auf dem Schiff. Okay, ist aber noch nicht fertig. Ich denke mal, das wird noch so lange gehen, bis wir irgendwie Kalinda angreifen müssen oder sie uns angreift. Es war nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, halt die Fresse.
Behalt dein Geld und sei froh, dass ich dir nicht die Scheiße aus dem Leib geprügelt habe, weil ich Mitleid habe mit Turianern und wir hier in der neuen Galaxie auch alle irgendwie ein bisschen zusammenhalten müssen. Okay, mit Phoebe auf der Tempest reden, das heißt, ich muss hier auf dem Planeten sowieso nichts mehr machen. Dann gehe ich mal auf die Tempest. Mal gucken, wie dankbar Phoebe mir sein wird. Da sind wir, die Krebsdinger hier. Das große Krabbeln. Mach's gut, Eladen. Auf Nimmerwiedersehen. Das geht aber auch hoch, ey. Das geht aber auch hoch. Wie es aussieht, ist es doch nicht so wirklich die richtige Loyalitätsmission von Phoebe. Wir sind da noch nicht fertig mit. Raya? Phoebe hat gesagt, dass sie mit Ihnen reden will. Ja, ich weiß. Pathfinder. Was? Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Wo gehe ich denn als erstes immer hin? Ja? Immer zum E-Mail-Konto. Drinks von Drag. Aha. Der Transporter ist zurück und da könnten wir doch ein bisschen ausspannen. Schauen Sie bei unserem nächsten Besuch in Kadara Port mal im Kralas Song vorbei. Die Barkeeperin dort ist fast schon eine Freundin von mir. Sie wird Ihnen etwas mixen, das Sie auch als Lösungsmittel für Lack benutzen können. Okay, Drinks mit Drag in der Bar auf Kadara. Na dann. Ich nehm's mal an. So, Nakmor Drag, hauen wir sie um. Mhm. Mit Drag in Kralas Song treffen. Okay, geht also doch noch ein bisschen weiter. Drag möchte mich da treffen. Was habe ich denn sonst noch so eigentlich dabei? Da, Nakmor Drags Aufgabe. Kenne deinen Feind, das mache ich dann später. Das ist für die Erinnerung, da fehlt mir noch eine Freischaltung. Nakmor Drag, eine Zukunft für unser Volk. Ach, guck mal, das ist auch noch nicht zu Ende. Zur Nexus-Kontrolle zurückkehren, weil wir ja immer noch den Spender dran kriegen müssen. Da steht ja auch, Spenders Quartier. Aha. Und das hier für Pock. Ansonsten, Helios-Aufgaben sind keine da. Zusätzliche Manifeste auf Haval, das sammeln, ne. In Interview-Slot und Datenkerne. So, dann quatschen wir mal mit Phoebe. Soll ich anklopfen, Phoebe? Ich mache einfach auf. Hallo. Hi. Hi. Wieso so wortkarg? Was, wo ist Phoebe? Okay, wer hat Phoebe entführt und sie in ihre Klamotten gesteckt? Das ist nicht witzig. Ein bisschen schon. Ja, okay, ein bisschen. Ich habe das hier bekommen. Hey, Süße. Tut mir leid, dass ich dein Haustier kaputt gemacht habe. Aber es war einfach nicht vielseitig genug für mich. Vielleicht mache ich mit deinem anderen neuen Spielzeug ja dasselbe. Ta! Sie meint sie. Ich hasse sie. Mich? Wirklich? Wirklich? Sind Sie sicher? Ach, ich weiß auch nicht. Es geht nicht darum, dass sie meinen Bot genommen und kaputt gemacht hat. Wir haben Pock zurückgeholt und ich habe sie repariert. Sie ist besser als je zuvor. Mein Scanner ist fertig und durchsucht den Cluster nach Reliktsignalen. Wir haben gewonnen. Wo liegt denn das Problem? Aber sie hat Gefühle wieder hochgeholt, von denen ich dachte, ich hätte sie hinter mir gelassen. Wie es aussieht, hatte ich sie nur verdrängt. Genau das passiert, wenn man jemanden an sich ranlässt. Man lädt sich Gepäck auf. Verdammt, ich reise ohne Gepäck. Lassen Sie mich an sich ran? Andere an sich heranzulassen kann lebensverändernd sein. Auf gute Weise. Auf noch nie dagewesene Weise. Ich will es ja, aber dann auch wieder nicht. Das ist das Problem mit Bindungen. Sie machen alles viel zu kompliziert. Ich habe zugelassen, dass mir Kalinda wichtig wird. Und Sie sehen ja, was es mir gebracht hat. Jetzt sind Sie mir wichtig. Oder werden es gerade. Aber Sie sollten wissen, dass ich jeden Tag mit mir kämpfe, ob ich aus diesem Hotel auschecken soll. Es ist ja auch ein mieses Hotel. Bei so einer Unterkunft kann ich Ihnen das nicht verdenken. Das war witzig. Ich brauche einfach ein bisschen Freiraum. Zeit, um nachzudenken. Hoffentlich findet mein mit Reltek aufgemotzter Scanner etwas Großartiges, damit dieser ganze Kalinderärger sich wenigstens gelohnt hat. Okay, nächster Schritt. Auf Ergebnisse von Phoebes Scanner warten. Also, das dauert also doch noch ein bisschen mit ihrer Aufgabe. Es ist doch ein bisschen langwieriger. Nicht so schnell wie bei den anderen. Dann muss ich da warten. Ja, dann kann ich ja jetzt zu Drag fliegen, nach Kadara.
gucken, was der macht. Und vielleicht ist Pibi danach dann auch schon wieder fertig. Ansonsten, wenn Pibi nicht fertig ist, fliege ich nochmal zu Nexus. Und mache dann da mit Spender weiter. Also Alternativen habe ich noch. So, nach Cadera da oben. Weil sonst sieht's mau aus in meinem Quest-Logbuch. Gehen wir also jetzt einheben. Spontane Neuentscheidung. Oh. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nicht mehr so lange dauert, bis Pibi ihre Scanner-Ergebnisse hat. Vielleicht noch eine Aufgabe machen. Dann wird sie sich sicherlich schon wieder melden irgendwann. Jetzt nach Cadera ein Saufen, danach wieder auf die Tempest und wer weiß, vielleicht meldet sie sich da dann schon wieder. Ansonsten geht es dann zu Nexus und dann kümmern wir uns um Spender, den Verräter, den wir auch noch aus dem Weg schaffen müssen. Sind jetzt im Orbit von Cadera. Yay, Cadera. Immer wenn Pibi was Neues hat, wo sie sich dran gewöhnt, so wie Pock oder jetzt auch Ryder, dann kommt die blöde Ex-Freundin an, Kalinda, und will ihr das wieder kaputt machen, damit sie ja nicht wieder glücklich wird, nachdem deren Beziehung auseinandergebrochen ist. Also die ist ganz schön am Klammern oder am Stalken auch. So, bin da. Ich muss heute die Quest aktivieren. Damit ich auch den Weg finde. Weil hier sind ja mehrere Clubs. Ich weiß ja nicht, ob das hier oben ist oder da hätte er auch unten sein können, in dem Slums, das Lokal. Nein, aber es ist das hier oben. Oh, mit Sequenz? Da ist er ja schon. Party läuft. Will ich es überhaupt wissen? Hä? Oh, der. Der Idiot hat sich von seinen Freunden belabern lassen, mich zu einem Kopfstoßduell herauszufordern. Tolle Freunde. Hey! Hey! Nicht in meiner Bar! Ich kenn dich, ja. Nexus. Deine Leute haben meine Freunde verletzt. Jetzt bist du dran. Da ist jemand scharf auf einen Kampf. Sind sie dabei, Ryder? Der hat doch keine Chance. Aber immer doch. Du hast angefangen, ich bring's zu Ende. Ach ja? Und mit welcher Armee? Ich brauch keine Armee. Ich hab einen Kroganer. Genau, so sieht's aus. Oh-oh. Wie bescheuert bist du eigentlich? Leck mich am Arsch. Ich werde langsam so alt für diesen Scheiß. Hey, Ryder. Eine Bitte. Kein Wort zu Cash, okay? Das ist ja mal eine geile Szene, ey. Das ist doch endlich mal ein Barbesuch, weißt du? Das ist doch endlich mal ein guter Barbesuch. Aber der Salarian, habt ihr den gesehen? Ey, der springt auf sie rauf wie so ein kleines Kind. Oder so ein Mädchen, was ihr Spielzeug nicht bekommt. Wer da rumhacken, ey? Ich verpfeif sie doch nicht. Danke. Ich will sie einfach nicht beunruhigen. Und Ryder ja schön mit Wing Chun-Attacken, ey. Die hat's drauf. Aber von so einem Kroganer eine Kopfnuss bekommen, wer will das denn schon? Ich glaube, das zwiebelt ganz gut, ey.
So, abgeschlossen. Für den kleinen Ausflug war das doch eigentlich sehr, sehr unterhaltsam, das Ganze. Sehr unterhaltsam, die Mission, die kleine Sequenz. Auch wenn ich denn jetzt natürlich schon wieder den Planeten verlassen kann, aber das ist schön. Solche Sequenzen könnten echt öfters kommen. So, zur Tempest. Mal gucken, ob sich PB jetzt schon meldet. Ansonsten geht es dann direkt weiter zur Nexus-Station. Da geht's wieder hinüber. Nächsten Samstag werde ich auch wieder schön 3D-Weltraum-Action sehen. Dann gehe ich schon wieder ins Kino und schaue mir Valerian an. PB hat nach mir gesucht. Das ist doch hervorragend. Welch ein Timing, ey. So, mit PB in der Rettungskapsel auf der Tempest sprechen. Was Großes von PB? Keine Zeit. Sofort herkommen. Sofort herkommen. Das klingt ja dringend. Okay, PB, ich komme. Ich hoffe, du bist angezogen. Oder ich hoffe es nicht. Hey, was liegt an? Ha, witzig, dass Sie fragen. Ich muss etwas wissen. Wenn ich etwas wirklich Wichtiges erledigen müsste, könnte ich dann auf Ihre Hilfe zählen? Würden Sie mitkommen? Sie sind ja richtig aufgeregt. Wenn es so aufregend ist, wie es klingt. Es ist sogar total aufregend. Dank meines neuen reliktaugmentierten Scanners bin ich einer großen Sache auf der Spur. Hören Sie dieses Signal? Soweit ich sagen kann, kommt es von einem Stück Rohprogrammierung der Relikte, von einem unbenutzten Baustein. Ich bekomme Stielaugen, wenn ich daran denke, was wir alles daraus lernen könnten oder damit machen. Das ist wie eine Realtek Wildcard. Ich liebe solche Geheimnisse. Ich muss es haben. Da heißt es keine Zeit verlieren, richtig? Welche Implikationen? Welche Implikationen ergeben sich aus diesem Gerät, was immer es auch ist? Im schlechtesten Fall verstärkt es unsere Brücke zur Relikttechnologie. Einige neue Daten könnten schon reichen, um die Programmierung der Relikte zu verstehen und ihre Tech effizienter einzusetzen. Ich muss es finden. Sofort. Das heißt, sofort ist ja schon vorbei, also jetzt gleich. Ich stimme zu, es ist wichtig. Okay. Das war's? Kein Vortrag, keine weiteren Fragen, einfach nur okay? Sie sind dabei? Ich bin dabei. Sehr gut. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich lade die Koordinaten auf die Galaxiekarte hoch. Betrachten Sie mich als abmarschbereit. Yay, abmarschbereit. Nach Pass 10 im Inalara-System reisen. Okay. So. Ich aber heute mal auf, jetzt im Orbit von Kadera. Heute mal auf die Uhr schaue, dann werde ich aber heute jetzt trotzdem nochmal zur Nexus-Station fliegen. Und da die Sache mit dem Spender beenden und danach dann mit nach PB. Guck mal, das ist hier oben. Das ist ein ganz neues System, glaube ich. Ja, 100, da habe ich noch nichts gescannt. Da muss ich auch noch scannen. Oder ich flieg. Komm, ich flieg jetzt hier hin, scanne schon mal alles. Das kostet ja auch immer noch ein bisschen Zeit. Wisst ihr, wenn ich ein neues System finde, dann muss ich das erstmal auf 100% bringen. Inalara-System. War das der Name einer Person, Jarl? Eine Tugend. Inalara ist eine Tugend. Die genaue Kenntnis der eigenen Landkarte, des eigenen Kurses bis hinab ins Blut. Ein guter Name für die Grenze zum Unbekannten. Okay. Und eine Anomalie haben wir hier auch noch. Irgendwo hier oben, da. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Ein Komet. Jim. Der Komet Jim. Da ist er. Mit einem Eisschweif. Vanadium-Vorkommen. 36 Vanadium eingesammelt. So. Erstmal schön alles auf 100% bringen. Weg von Kometen. Ich werde doch nochmal ein neues System zu sehen. Ich dachte, ich habe jetzt schon alle entdeckt. Anomalie auf den Sensoren. Ja, dann mach doch mal.
Sonde gestartet. Man sieht doch gleich, dass das Licht klein leuchten. Satellit entdeckt. Ein Satellit. Was ist das für ein Satellit? Cat-Satellit. Oh. Einfach nur Forschungspunkte für ein Cat-Satellit. So, jetzt bin ich schon bei 42%. Machen wir hier weiter. Pass 61. Wir kommen. Ob wir hier nochmal was Interessantes sehen. Oder ob das wieder nur Schnickschnack ist. Schnickschnack. Wie immer. So, nächster. Anomalie? Hast du eine Anomalie? Anomalie geortet. Jawohl, Anomalie. Noch weiter. Zu weit. Da sieht er gerade. Da sieht man diesmal nichts. Sonde unterwegs. Erhalte Scan-Daten. Ein Fluss. Es ist ein Fluss. Der sieht aber ausgetrocknet aus. Flüssiger Ammoniak. Uiuiui. Das ist ein netter Fluss aus Ammoniak, ey. Wer möchte da nicht gerne drin baden? Habt ihr schon mal versucht, an Ammoniak zu riechen? Boah. Das frisst ja die ganze Nase kaputt. Hatten wir mal im Chemieunterricht hatten wir das mal. Okay, das war's. Und da ist das Ding von PB. Ein mysteriöses Reliktsignal. Mensch, lest doch mal, Junge. Der Planet ist aber von der Geißel schon zerfressen, wie man das Ryder, hier sehen kann. Die Signalquelle befindet sich in der Nähe eines aktiven Vulkans. Oh. Ich sehe keinen sicheren Landeplatz. Wow, PB hat recht. Was immer dieses Signal sendet, es ist was Besonderes. Team bereit machen. Ich versuche, einen sicheren Ort zu finden. Ein Vulkan. So, wir sind auch auf 100%. Da sind wir angekommen. Ein unwirtlicher, instabiler, vulkanischer Planet. Es liegen Beweise für einen großen Reliktkomplex vor, der größtenteils unter der Oberfläche liegt. Das geheimnisvolle Signal, das PB entdeckt hat, stammt aus einem Bereich dieses Komplexes. Es ist also wieder ein Reliktgewölbe in so einem Planet. Oberflächentemperatur 32 Grad. Das geht aber noch dafür, dass es ein aktiver Vulkan sein soll. So, Leute, dann geht es hier in der nächsten Folge weiter mit PBs mysteriösen Quest, mit dem mysteriösen Reliktsignal hier auf diesem Planeten im aktiven Vulkan. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann schaltet ihr in der nächsten Folge wieder ein, wenn es weitergeht mit Mass Effect Andromeda. Macht's gut, ciao, ciao.